Leute, das sind drei Sachen, die mich an meinem Tesla richtig stören. Als erstes steht auf meiner Liste die Ladebuchse. Also versteht mich bloß nicht falsch, die funktioniert super. Aber das Einzige, was mich daran stört, ist, dass man nur eine hat und sie befindet sich auf der linken Seite. Also ich meine, auf der rechten Seite wäre auch noch eine möglich gewesen, oder? Also nicht gut, Tesla. Nee. Auf Platz 2 befinden sich die Türen. Also definitiv nicht die Türgriffe, über die ihr bereits zahlreiche Videos von mir gesehen habt. Also ich mag die wirklich. Aber zurück zu den Türen. Ich verstehe das wirklich nicht, wieso ein Auto, das über 50.000 Euro kostet, gar keinen Softlock hat. Das geht einfach nicht, Tesla. Und natürlich last but not least sind die Sonnenblenden. Jedes Mal, wenn ich fahre und diese Dinge aufklappe, dann passiert mir das da hier. Weil die einfach magnetisch sind. Und Tesla, bitte, behebe das. Und wir wissen doch alle, dass am Ende des Tages völlig egal, was bei Tesla schief läuft, solange das Furzkissen gibt. Herrlich!